Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin etwas Besonderes. Und ich möchte mit euch reden, die ihr von euch selbst sagt, ja, ich bin etwas Besonderes. Vielleicht, weil ihr besondere Fähigkeiten habt. Vielleicht könnt ihr Gedanken lesen oder Geist heilen. Vielleicht habt ihr eine sehr ausgefallene Krankheit und sagt deshalb, ich bin etwas Besonderes. Oder ihr habt einen sehr ungewöhnlichen Beruf. Und sagt auch deshalb, ja, ich bin etwas Besonderes. Oder ihr seid etwas älter, gehört zu der älteren Generation und macht noch etwas, was man eigentlich so im Alter nicht tut. Und deshalb gehört ihr auch zu den besonderen Menschen. Es gibt sicher viele Beispiele. Also wenn ihr den Eindruck habt von euch oder vielleicht sagen es andere Leute auch zu euch oder über euch, ihr seid etwas Besonderes, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die besonderen Menschen heute Nacht hier bei mir, bei Domian. Erster Anrufer, Friedrich, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja. Friedrich, ich grüße dich. Du bist etwas Besonderes. Ja. Ja? Nämlich, warum? Ich bezeichne mich als Rohköstler. Und Vegetarier. Ja. Und ich ernähre mich nach einem vorschriftsmäßigen Plan, den ich mir selber erstellt habe. Klingt schon so im ersten Moment nicht sehr lustvoll. Klingt sehr ernst und überlegt und so nach Kaninchen. Ja, also ich, das ist ein Lieblingstier von mir, ein Kaninchen. Das heißt, du würdest nie im Leben ein Kaninchen essen? So lecker gebraten mit Soße und Kartoffeln und so? Nein, auf keinen Fall. Friedrich, seit wann bist du schon Rohköstler oder Köstler, wie man das sagt? Seit über 10 Jahren. Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Ich war längere Zeit Vegetarier und habe dann jemand im Urlaub kennengelernt, auf den Kanarischen Inseln. Mhm. Das war eine Frau und die hatte mir einen Buchtipp gegeben. Mhm. Und zwar von Claude Bourget aus Frankreich. Mhm. Der lebt ganz streng nach nur... Und so? Als Rohköstler. Ja, und so bist du drauf gekommen und warst gleich begeistert. Wir müssen, ja, ich habe das. Wir müssen ja mal sagen, Vegetarier und Rohköstler ist ja noch was Besonderes, ne? Also ein Rohköstler ist Vegetarier, aber er isst die Pflanzen nur roh. Ne? Da wird nichts gekocht oder auch angebraten, irgendwie mit Öl oder so, gar nichts. Ja, richtig. Und das heißt, du isst auch immer kalt, ne? Ja, das ist gut. Normale Temperatur. Möhrchen, Äpfel, Kohlräbchen und sowas. Ja. Das machst du jetzt seit 10 Jahren. Ja. Wenn du so durch die Straßen gehst. Ich weiß nicht, ob du in der Stadt, wohnst du in einer Stadt? Ja. Ja. Und gehst an der Pommesbude vorbei. Da kommt so der Duft entgegen von Fritten. Oder von der Bratwurst oder von Hähnchen. Ja, also, geht's dir dann nicht irgendwie doch so ein bisschen unter die Haut und du denkst, möchte ich auch mal? Also ich muss sagen, ich meide meinetwegen Metzgereien oder Pommesboden, weil die sehr unangenehm für mich riechen. Ach so, das ist gar nichts Verlockendes für dich. Nein, ich mache da eigentlich immer einen Umweg, beziehungsweise halt auch manchmal die Luft an. Mhm. Was sehr unangenehm ist bei Metzgereien, ist nicht eigentlich dieser ganze Prozess, dass da irgendwie Fleischprodukte verkauft werden, sondern das Schlimmste daran ist eigentlich, dass diese Metzgereien die Würste halt eben räuchern und somit eine Belastung für die Luft darstellen. Also ganz streng. Das ist das. Also du bist nicht nur gegen die Autoauspuffgase vermutlich, sondern auch gegen das so, die Räucherabgase, die beim Räuchern von Wurst entsteht.
Sag mal, Friedrich, kannst du das in, vielleicht, wir haben ja nicht so viel Zeit, in ein, zwei, drei Sätzen erklären, warum du dieser doch sehr eigentlich extremen Ernährungsrichtung anhängst? Und warum du eben auch noch vom Vegetarier zum Rohköstler geworden bist? Ja, also ich könnte auch einige Buchtipps geben. Nee, lass mal sein. Sag einfach mal so von dir aus, was ist bei dir, wie es begründet ist. Ich habe halt eben längere Zeit eine sogenannte Selbsthilfegruppe in Mitteldeutschland aufgesucht und wir hatten uns monatlich dort getroffen und immer wieder Erfahrungen ausgetauscht. Was war das für eine Selbsthilfegruppe? Um was ging es da? Das nannte sich Selbsthilfegruppe für Vegetarier und Rohkost. Ach so. Also ihr gründet schon eure eigene Selbsthilfegruppen? Ja, ja. Aber warum muss man dann eine Selbsthilfegruppe gehen, wenn man Vegetarier ist oder Rohköstler? Selbsthilfe heißt ja, dass es einem nicht gut geht und man gemeinschaftlich versucht, irgendwie was zu machen. Ja, viele Menschen sind halt eben auch in diese Gruppen gekommen und haben gesagt, ich habe die und die Leiden, ich habe Krebs oder ich habe Zucker oder dies oder jenes. Und hattest du denn auch so ein Leiden? Nein, ich hatte ausnahmsweise eigentlich kein Leiden und habe das gemacht aus gesundheitlichen Gründen, weil verschiedene Aspekte auch aufgezeigt wurden, wie es mir noch besser gehen kann quasi. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet im Laufe der 10 Jahre, dass du dich gesundheitlich richtig gut fühlst? Ja, zum Beispiel Kalkablagerungen auf den Zähnen, Karies etc. Gibt's nicht bei dir? Gibt's nicht. Auch Körpergeruch. Körpergeruch auch? Ja. Also der Körpergeruch senkt sich oder nimmt fast ab, wenn man kein Fleisch oder gar nichts Gekochtes zu sich nimmt? Ja. Ach, das ist interessant. Jetzt muss ich noch indiskreter fragen, wie ist es denn, wenn man so auf der Toilette war, wie verändert sich der Geruch? Am Anfang hat man das Gefühl, das riecht etwas anders und nachher man da ja mit vertraut. Das ist also nicht mehr unterschiedlich. Ist das ein leichterer oder ein etwas gemäßigter Geruch, als wenn man Fleisch isst oder gekochte Sachen? Ja, das ist eigentlich nicht so extrem. Es riecht angenehmer. Es riecht also wie beim Hasen, kann man sagen. Ja, also es ist eine andere Form, aber... Du riechst rundherum besser, wenn du vorher Schweißfüße hattest, die sind nur auch weg? Das ist richtig, ja. Das ehrlich? Richtig. Hattest du früher Schweißfüße? Ich hatte ja so keine Schweißfüße, aber man riecht nicht so extrem an Füßen und unter den Achseln. Das ist ja interessant. Und fühlt sich rundherum besser und gesünder. Ja. Stößt du da nicht doch ein bisschen so nicht Verständnis oder Skepsis bei Leuten, wenn du immer nur mit deinen Möhren da rumläufst und mit dem frischen Obst? Oder, also, oder verkehrst du nur in solchen Kreisen, die genauso drauf sind? Ja, also man fällt dann schon auf in Gesellschaft, möchte ich mal sagen. Mhm. Und genau, du kannst ja auch nie in ein normales Restaurant mal gehen, ne? Ja, also gut, es gibt vegetarische Restaurants, wo auch Salate angeboten werden oder Obst oder sowas. Mhm. Das geht schon mit Sonderbestellung. Aber im Großen und Ganzen kommst du zurecht mit deiner Umwelt. Ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit nicht beruflich beschäftigt. Was hast du vorher gemacht? Ich habe einen Taxischein gemacht. Mhm. Und im Moment arbeitslos? Ja. Mhm. Wie lebst du? Lebst du in einer WG oder alleine, in einem Häuschen oder in einem Zimmer, in einer kleinen Wohnung? Wie existierst du? Ja, ich lebe alleine. Alleine. Mhm. Und eine Frau, Freunde? Ich bin Langzeitsingle. Mhm. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich habe ich mich zu lange mit der Ernährung beschäftigt. Ja, vielleicht wollen die Frauen doch mal was... Zumindest mal was Gekochtes essen oder mal ein Stückchen Fleisch oder so. Ist durchaus möglich. Aber es gibt ja auch Rohköstlerinnen, ne? Die muss, ja. Also knackige Frauen, ne? Die wahrscheinlich gut ausgestattet sind mit allen möglichen Vitaminen und Mineralstoffen. Ich habe schon mal eine Rohköstlerin angeschrieben, die hat mir leider nicht zurückgeschrieben. Ich weiß nicht, wie das kommt. Mann.
Vielleicht schreibt uns ja eine Rohköstlerin und dann reichen wir das ganz einfach an dich weiter. Sehr gerne. So machen wir das. Also du bist wirklich schon was Besonderes, finde ich. Das ist schon was Ungewöhnliches. Danke für deinen Anruf und danke für deine Auskünfte für dich. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist meine Nummer hier im Studio, unter der ihr mich kostenfrei erreichen könnt, zum Thema Ich bin etwas Besonderes. Wer von euch ist etwas Besonderes? Wer von euch hat vielleicht eine ganz, ganz außergewöhnliche Fähigkeit? Ich habe gerade schon das Beispiel genannt, des Gedankenlesens oder vielleicht der Geistheilung gar. Wer von euch hat eine besondere Krankheit und sagt, deshalb bin ich etwas Besonderes? Oder wer von euch hat vielleicht schon so die 70 überschritten und macht noch etwas richtig Durchgeknalltes, wo man so sagt, Mann, in dem Alter traut der sich das oder die sich das noch. Also ist er oder sie wirklich was Besonderes. Ruf mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Nächste Anruferin, 33 Jahre alt und Sonja. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sonja. Ja, erstmal viel Lob an deine Sendung. Danke. Und an dein Team. Das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Ich habe schon gerade mit deinen Mitarbeitern gesprochen. Ja. Und zwar geht es darum, dass ich seit 3 Jahren eine Krankheit habe, die eigentlich eine reine Männerkrankheit ist. Ich habe myotonische Dystrophie und versuche also mit dieser Krankheit seit 3 Jahren fertig zu werden. So, jetzt erklärst du uns, was das ist. Also es hört sich auf Deutsch an sehr harmlos an, es ist Muskelschwäche, heißt das. Mhm. Und es heißt also, dass die Muskeln im Laufe der Zeit also nicht mehr richtig arbeiten. Und an Kraft verlieren und sich zurückbilden. Genau, also nicht direkt zurückbilden, aber wie gesagt, sie verlieren an der Kraft. Mhm. Und das ist bei mir jetzt, wie gesagt, schon so schlimm, dass also meine Zehen an beiden Füßen gelehnt sind und dass ich also nur sehr, sehr, sehr schwer gehen kann. Und meine Lebenserwartung betrifft also ungefähr 56 Jahre. 56 Jahre, du bist jetzt 33. Ja. Wieso ist das nur eine Krankheit, die Männer betrifft? Ja, das weiß man bis heute nicht. Also ich kann es dir nicht sagen, warum. Also wie gesagt, man also in der gesamten Literatur bisher tauchen nur Frauen, tauchen nur Männer auf, die das haben und keine Frauen. Vorwiegend Männer. Ja. Und wie gesagt, bei den Männern wird es auch wahrscheinlich muss ich damit irgendwann rechnen, dass ich im Rollstuhl sitze oder dass ich schwer pflegebedürftig bin. Wie fing diese Krankheit an? Wie hast du sie bemerkt? Ja, das ist ganz komisch gewesen. Also ich habe also schon gemerkt, schon anfangs, dass ich also auf einmal ganz schwer gehen konnte. Mhm. Und dann bin ich also zum Orthopäden gegangen. Da warst du wie alt? Wie alt war ich da? Ja, ungefähr 29 war ich. 29. Mhm. Und der Orthopäde hatte mich also zu einer Neurologin überwiesen und die hatte also schon den Verdacht, hatte mich dann sofort in die Klinik einweisen lassen. Mhm. Und da ist also mein Blut abgenommen worden, sehr viel, und ist also nach Bochum geschickt worden und ist also alle Einzelteile zerpflückt worden. Und dann ist das, wie gesagt, dann rausgestellt worden. Und dann hatte uns... Ist wahrscheinlich auch eine seltene Krankheit, ja, oder? Eine sehr seltene Krankheit. Also man weiß da also eigentlich nur was davon, dass das also ein Gendefekt ist. Es ist also eine Erbkrankheit. Und mehr weiß man eigentlich auch nicht. So, jetzt hast du die Diagnose damals bekommen. Ja. Vor 4 Jahren ungefähr. Mhm. Und dann haben dich die Ärzte sich auch aufgeklärt, was für eine Krankheit das ist und welche Folgen auf dich zukommen. Wie bist du damit umgegangen? Schlecht, ja, ganz schlecht. Das glaube ich. Weil, wie gesagt, viele Ärzte raten mir immer, nehmen Sie den nächsten Tag so, wie er kommt. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es am nächsten Tag oder dass ich nächstes Jahr vielleicht schon gar nicht mehr lebe, weil es ist ja eigentlich alles im Körper durch Muskeln verbunden. Alles, ne? Alles. Mhm. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass ich irgendwann keine Luft mehr kriege, ne? Mhm. Ist diese Krankheit auch mit Schmerzen verbunden? Ja, sehr. Heißt das, dass du am ganzen Körper, da überall, wo Muskeln sind, immer Schmerzen hast oder nur sektoral? Nein, ich habe also dauernd mit dem Bein habe ich also relativ große Probleme und mit dem Rücken. Mhm. Und es ist also auch sehr oft voll, dass mir die Knie durchsacken, dass ich also von dem Knie abwärts bis zum Zehen kein Gefühl habe und dann, wie gesagt, hinfalle. Das heißt, du kannst gar nicht ganz normal mehr so rausgehen, einkaufen gehen, spazieren gehen, geht nicht. Geht gar nicht mehr. Wenn du rausgehst, gehst du mit Stock raus? Nee, also ich hab ein Elektromobil von der Krankenkasse gestellt bekommen. Ach so. Und wie gesagt, sonst geht mein Mann mit mir raus. Mhm. Also das ist dann schon so eine Art Rollstuhl, auf den du angewiesen bist, wenn du in zwei gehst. Du sagst, du bist verheiratet, dein Mann geht mit dir aus. Welche Auswirkungen hatte das denn oder hat diese Krankheit auf deine Ehe, auf eure Ehe? Ja, also was soll ich da sagen? Also mein Mann ist jetzt auch im
psychologische Behandlung, genau wie ich auch seit 3 Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass ihr schon verheiratet wart, als du erkrankt bist. Nein, wir haben vorher schon geheiratet. Also ja, mein Mann wusste das schon vorher, ja. Aber er hat mich dann trotzdem geheiratet. Ach so. Weil er gesagt hat, er liebt mich also so sehr. Und er nimmt also ihr kanntet euch vorher ja. Und dann wurde die Krankheit diagnostiziert ja. Und dann hat er sich dennoch entschieden, dich zu heiraten. Ja, fand ich ganz toll. Ist ja eine tolle Sache, finde ich auch. Ja, aber dennoch belastet es euch jetzt beide sehr. Mhm. Ja, weil wir also auf alles Rücksicht nehmen müssen, was mich also betrifft. Und wie gesagt... Auf was müsst ihr denn am meisten Rücksicht nehmen? Sag doch mal so ein paar Beispiele. Ja, zum Beispiel, das ist vielleicht ein böses Beispiel, aber wir wollen zum Beispiel dieses Jahr in Urlaub fahren. Mhm. Und wir mussten also extra ein Hotel aussuchen, was also ganz nah am Strand liegt, was natürlich dann auch noch teurer ist. Mhm. Und wir mussten auch ein Hotel suchen, wo das Zimmer im Erdgeschoss liegt. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wie gesagt, was anderes fällt mir nicht ein. Oder wie gesagt, wenn ich nicht kann, dann muss man mal einkaufen gehen und kochen und. Es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube schon, dass es einen sehr ernsten Hintergrund hat, nämlich, dass man in allen möglichen Bereichen des Alltags auf diese Krankheit Rücksicht nehmen muss. Ja, muss man und, auch. Eben dein Mann muss darauf auch Rücksicht nehmen. Ja, vor allem auch meine Tochter. Meine Tochter hat ja auch ab und zu Schulfeste, da kann ich ja zum Beispiel gar nicht dran teilnehmen oder an Elternabend oder so weiter. Wie alt ist deine Tochter? 11. 11. Also die Tochter war schon da, als du die Krankheit noch nicht hattest. Mhm. Das ist auch nicht das Kind deines jetzigen Mannes. Nein. Mhm. Aber die beiden verstehen sich so ganz gut. Ja. Wie sieht das denn aus so, in der Ehe, was die Sexualität anbelangt? Leidet die auch darunter? Ja, also das weiß ich jetzt nicht zur Zeit. Also mein Mann sagt, dass er sich so solche große Sorgen um mich macht, dass er also zur Zeit auch nicht mit mir schlafen möchte. Mhm. Weil er einfach damit, ich habe einfach das Gefühl, dass er zur Zeit ganz schlecht damit zurechtkommt. Mhm. Aber es ging schon noch und du hättest auch Lust dazu. Ja, natürlich hätte ich Lust dazu. Es funktioniert alles. Ja, das funktioniert noch alles, Gott sei Dank. Ja, wie lange habt ihr jetzt nicht miteinander geschlafen? 6, 8 Wochen. Mhm. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie ich da so an ihn rankommen soll. Mhm. Also es ist für uns ist das, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur einfach so ein Grund ist, aber er sagt, er macht sich einfach solche Sorgen um mich, dass es einfach alles abwärts geht, dass er vielleicht auch keine Lust hat. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es für euch oder bei euch ratsam, Sonja, dass ihr, wenn dein Mann auch so belastet ist durch diese Situation, dass ihr mal zusammen zu einem Ehetherapeuten gehen würdet und euch mal gemeinsam beraten lassen würdet. Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt, aber mein Mann ist da so ein bisschen komisch. Also wie gesagt, er sagt, geht zu meinem Therapeuten und ich gehe zu meinem Therapeuten. Mhm. Und wir hatten auch schon mit meinem Therapeuten zusammengesprochen, mit meinem Therapeuten. Aber da ist das gar nicht so zur Sprache gekommen. Mhm. Und mein Mann hat gesagt, es wird irgendwann wieder bessere Zeiten kommen, weil wir haben jetzt zurzeit auch ein paar Probleme. Und dann wird das wohl auch wieder klappen. Also vielleicht solltest du dieses auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, das doch vielleicht irgendwann massiver vorzuschlagen, wenn ihr nicht so zueinander findet. Mhm. Ich halte das immer für eine gute Möglichkeit, zumindest erstmal auszuprobieren. Mhm. Ich wollte dich noch fragen, mit 29 diese schlimme Krankheit bekommen, sagst du nochmal den Namen, den lateinischen Namen? Myotonische Dystrophie. Ja. Also Muskel also laienhaft ausgedrückt, Muskelveränderungen und Muskelschwäche einfach. Muskelschwäche. Dass das immer schwächer wird. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ja, ich habe also eine Ausbildung angefangen und musste die dann natürlich leider abbrechen, weil ich hatte also Altenpflegerin hier versucht, hier da was zu kriegen, aber das kann ich ja nicht mehr. Nee, das ist klar. Aber du hast im Alter von 29 erst die Ausbildung angefangen? Ja, ich war ziemlich wankelmütig, weil ich also mal das probiert habe und dann, wie gesagt, aber zur Altenpflegerin bin ich dann wieder zurückgekommen. So, und das heißt, diesen Beruf kannst du natürlich nicht ausüben, dass du jetzt quasi auch Rentnerin bist, ne? Oder? Ja, Rentnerin eigentlich nicht. Ich bin Sozialhilfeempfängerin. Sozialhilfeempfängerin, weil ich einfach, ich kann zurzeit einfach nichts machen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie einen Job finden würde, wo ich, wie gesagt, bequem hinkommen würde und wie gesagt, vielleicht im Sitzen irgendwas kriegen würde, dann wäre es schon okay. Aber kann man denn therapeutisch etwas unternehmen oder musst du einfach alles so über dich ergehen lassen? Ja, also wie gesagt, ich habe meine Psychotherapie seit 3 Jahren. Ja, ich meine jetzt, was das Körperliche anbelangt. Ja, ich nehme also Kreatin jeden Tag. Das ist ein Medikament? Nicht ein Medikament, das ist so ein Nahrungsergänzungsmittel. Mhm.
Und ich habe also einmal die Woche Massage und Krankengymnastik, nur das ist aber eher zur Schmerzlinderung, nicht zur Heilung. Aber das heißt ja, dass es dann wirklich nichts Handfestes gibt, ne? Was diese Krankheit aufhalten könnte. Die Krankheit ist einfach zu unerforscht. Mhm. Also deswegen ärgert mich das auch, dass unheimlich viel Geld in das und das ausgegeben wird und nicht in diese Forschung ausgegeben wird. So, Sonja, jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass diese Krankheit nicht so schnell fortschreitet, aber wie Moment, man das Marianne, vermutet. Ich wollte noch kurz was sagen. Wir reden jetzt schon das zweite Mal miteinander, weil wir haben vor 5 Jahren schon mal miteinander gesprochen. Vor 5 Jahren schon mal? Ja, da war ich auch an zweiter Stelle. Da damals das Thema Flucht. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Nicht so ganz präsent im Moment. 5 Jahre ist lange her bei den vielen Gesprächen hier. Ja, umso schöner, dass wir uns nochmal gesprochen haben jetzt hier. Ja, freue ich mich auch drüber. Also, ich wünsche dir, dass die Krankheit nicht schnell fortschreitet. Ja, vielen Dank. Und dass ihr eure Ehe auch wieder so in den Griff bekommt, dass ihr wieder glücklich miteinander leben könnt. Ja, das machen wir eigentlich. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Weiter geht's mit Mathilde. Und Mathilde ist 70 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Mathilde. Ich möchte nur kurz sagen, es tut mir leid, wenn ich sowas höre wie mit dieser jungen Frau. Da bin ich doch direkt ein Glückskind. Und das ist schon was Besonderes. Ja, das stimmt. Dass ich in meinem Alter noch gesund bin und kann noch vieles machen. Und ich habe 8 Kinder geboren. 8 Kinder? Wovon noch 6 leben. 2 sind in jungen Jahren gestorben. Ja. Ich habe eine sehr schlechte Ehe hinter mir, habe es aber alles hinter mich gebracht. Mhm. Ich habe sehr nette Kinder, auf die ich stolz bin. Die sind stolz auf mich. Mhm. Und ich habe mir einen Jugendtraum erfüllt. Ich wollte eigentlich immer gerne auf die Bühne. Nur meine Eltern haben mich nie gelassen und im Alter von 60 Jahren habe ich angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen. So richtig professionellen Schauspielunterricht? Ja, ich habe mich überall eingeschlichen sozusagen an VHS-Kursen und was ich finden konnte, habe ich gemacht, bis ich einen sehr netten Regisseur fand. Ja. Und bin in eine Gruppe gekommen und der hat mir dann die Möglichkeit gegeben, Privatunterricht zu nehmen. Mhm. Und jetzt spiele ich seit 10 Jahren Theater. Es wird immer besser. Wo spielst du Theater? In Essen, in Bochum. Und unterschiedlich. In größeren Häusern? Ja, ich spiele seit 3 Jahren, habe ich einen festen Vertrag und spiele eine etwas tüdelige Oma in einer Ruhrgebietskomödie. Aha. Wo? In Essen. In Essen, aha. Ja, und dann hier in Bochum spiele ich, haben wir jetzt nächsten Samstag am 20. eine Premiere. Ja. Mit 2 Frauen, das ist ein Frauenstück. Aha. Dann habe ich. Wie heißt das Haus in Bochum? Bitte? Wie heißt das Haus in Bochum, in dem das die. Das sind verschiedene, das sind so kleinere Bühnen, ist kein. Achso, das sind kleinere Bühnen. Mhm. Also ich habe verschiedene Gruppen, sage ich mal, und ich bin auf Tournee mit 3 Solostücken aus dem Buch Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen von Christine Brückner. Da spiele ich einmal die Christiane Vulpius, die Goethe-Frau, dann die Katharina von Bora und im Oktober hatte ich eine Premiere und habe ein paar Mal gespielt Clytemnestra an der Bahre des toten Agamemnon. Ich bin völlig begeistert, Mathilde. Ja, das macht mir auch riesigen Spaß. Also da bist du wirklich was Besonderes, wenn man mit 60 Jahren sich einen solchen Traum erfüllt und dann, das ist ja auch harte Arbeit. Ja, Schauspielerei ist ja nicht ja, nur... Ja, sicher, ne, das ist harte nur, Arbeit vor den... Preis haben die Götter den Schweiß gemacht. Aber hallo, man muss ja auch erstmal das Handwerk richtig lernen. Ne? Ja, wir sind jetzt in der harten Probenphase. Ja. Und sag mir, ich will noch ein bisschen was von deinem Leben vorher erfahren. Also 8 Kinder, das ist ja schon mal eine stolze Leistung. In 10 Jahren hatte ich 7 Kinder und dann habe ich noch mit fast 44 noch einen Nachkömmling bekommen. Wahnsinn. Das heißt, du bist natürlich nicht berufstätig gewesen, das kann man sagen. Doch, ich war vorher berufstätig und während meiner Ehe habe ich bei 5 Kindern voll gearbeitet und habe den Lebensunterhalt verdient. Was hast du gearbeitet? Mann krank geworden ist. Was hast du gearbeitet? Ja, alles, was gibt. Fließbandarbeit. Sämtliche Materialien habe ich bearbeitet, Holz, Metall. Was es gibt, ich war auf sämtlichen Fabriken, habe Akkordarbeit gemacht, weil zu der Zeit das meiste Geld gab. Also einfache, harte Arbeit hast Jeden du gemacht. Tag harte Arbeit, 8 Stunden gearbeitet, nach Hause gekommen, dann ging es weiter. Mit den Kindern, mit dem Haushalt? Ja, ich habe auch sehr viel Prügel einstecken müssen. Von deinem Ehemann? Ja, und nach 20 Jahren, so blöd bin ich gewesen, habe ich mich dann endlich dazu durchgerungen, ihn zu verlassen. Er hat sich nicht scheiden lassen wollen, weil wir angeblich katholisch sind und da tut man das nicht. Aber das hat mich nicht gestört. Hm. Ich wollte eh nicht wieder heiraten. Ja, und jetzt habe ich seit 4 Jahren eine Beziehung auf eine Liebe auf Distanz mit einem 16 Jahre jüngeren Mann.
Ich dachte mit einem 16-jährigen jungen Mann. Ja, und das ist sogar ein Nein, nicht mit einem Schotte. Also mit einem Mann, der 16 Jahre jünger ist. Ja. Ich hatte verstanden mit einem. Ja, Entschuldigung, so habe ich. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja, ich habe es falsch verstanden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sag mal, Mathilda, dann bist du aber wirklich eine sehr starke Frau, dass du über all die Jahrzehnte, die du so hart rangenommen worden bist vom Leben. Ja, und wo ich ganz drüber glücklich bin, das ist, dass ich ein gutes Verhältnis mit meinen Kindern habe. Ja. Ich bin stolz auf mich und ich habe auch gute Kinder, toi toi. Aber das ist Glückssache, das ist nicht unbedingt mein Verdienst. Was für eine Schulausbildung hast du? Ich habe mittlere Reife. Mittlere Reife. Ich habe 3 Jahre Klostererziehung genossen bei Ursulinen. Ja. Was nicht so toll war, da habe ich schon angefangen, ein bisschen aufzumucken. Das Genossen, schreiben wir mal in Anführungszeichen, ne? Ja, ich habe mich sehr oft mit den Nonnen angelegt, weil das nicht so meine Welt war, was die uns davor gepredigt haben. Hast du denn so im Laufe dieser Jahrzehnte deines Lebens, wo du so viel hast arbeiten müssen und das war so ein hartes Leben, hast du da in der wenigen Freizeit, die dir zur Verfügung stand, gelesen und dich mit Literatur und Theaterstücken beschäftigt? Ich habe mit meinen Kindern Theater gespielt, ich habe versucht, Kasper-Figuren selbst herzustellen, habe denen viel Märchen erzählt und dadurch habe ich das halt immer ein bisschen so im Hinterstübchen gehabt. Wann hattest du denn, wenn du dich zurückerinnerst, zum ersten Mal so den Traum, ach Mensch, wenn ich könnte, am liebsten würde ich da auf so einer Bühne stehen? Das habe ich schon von klein auf gehabt, von klein 3 Jahren. Weil mein Großvater, der war Restaurantbesitzer und der hat mich überall mit hingenommen und der hat mir vieles ermöglicht. Ich habe eine sehr gute Kindheit gehabt. Ja. Ich bin auch die älteste von 7 Kindern, aber ich hatte eigentlich ein gutes Elternhaus und da bin ich meinen Eltern heute noch dankbar. Das ist in der Zeit. Sie haben mich nicht auf die Schauspielschule gehen lassen. Nee, aber sie haben dich auf die Realschule gehen lassen. Das war in der Zeit ja, glaube ich, auch noch ungewöhnlich. Doch, mein Vater musste noch Schulgeld zahlen. Und ja, für ein Mädchen war das in der Zeit ungewöhnlich. Ja, und da bin ich im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig, dass ich so eine faule Socke war. Ich hätte ein bisschen mehr aus meinem Leben machen können, aber. Ich finde, dass du sehr viel rausgemacht hast. Vor allen Dingen jetzt das, was du im Moment auch noch tust. Hast du denn damals so, als du schon davon geträumt hast, auch Schauspielerin zu sein, hast du da Idole gehabt, Vorbilder, Schauspielerinnen? Ja, die alten Schauspieler, sag ich mal, die zu der Zeit in waren. Sag mal, vielleicht kenne ich auch noch Marianne Hoppe. Ja, klar, kenne ich auch. Solche Typen, also das hatte ich mir immer vorgestellt. Und ich hätte immer liebend gern die Maria Stuart gespielt. Ja. Aber man hat mir, in der Schule habe ich mich auch immer freiwillig gemeldet bei Theateraufführungen, bei Gedichtevortragen, die habe ich immer freiwillig auswendig gelernt. Aber ich durfte immer nur Kinderrollen spielen, weil ich, ich bin in meinem Leben nur 1,56 groß geworden. Ach so. Sag mal, erinnerst du dich auch noch an die Schauspielerin, das ist auch alte Generation, Elisabeth Flickenschild? Oh ja, das war eine Lieblingsschauspielerin von mir. Ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt, sie mal persönlich auf der Bühne kennenzulernen. Mathilde, ich habe sie einmal persönlich sogar kennengelernt. Da war ich Schüler in Gummersbach. Boah, das finde ich ja toll. Mit meiner Freundin Hella Kemper, heute heißt sie Hella von Sinnen. Ja. Und da war Elisabeth Flickenschild in Gummersbach im Schauspielhaus, im Bühnenhaus hieß das damals. Und wir fanden die einfach großartig. Ja, die war auch für meine Begriffe großartig. Und dann haben wir sie am Ende des Stückes ganz kurz gesprochen am Hinterausgang des Bühnenhauses. Und das war für uns ein ganz großartiges Erlebnis, weil sie kam so verschleiert, wie man sie so kennt. Ja, ja, die hat eine Vorliebe für Schals und Tücher. Genau, und einen Hund hatte sie, glaube ich, auch immer dabei. Einen kleinen Bauernhof gehabt. Ja, genau. Der hat mit sehr vielen Tieren gelebt und so. Und da reden wir so oft drüber, die Hella und ich, weil das damals ein ganz tolles Erlebnis war, mit dieser Frau zusammen auch zu sein. Auch die Therese Giese und Ida Ehre, die habe ich auch sehr gemocht. Das waren, für meine Begriffe waren das noch richtige Schauspieler. So, jetzt aber zu dir, zu der auch großen Schauspielerin Mathilde. Wie groß bin ich? Das würde ich mir nie einreden. Nein, oder so nicht. Aber ich mache es wirklich, weil ich sehr großen Spaß dran habe und weil ich habe nach dem Motto gelebt, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Toll. Und den habe ich mir erfüllt und da bin ich ganz glücklich drüber. Toll, und da kannst du auch verdammt stolz drauf sein. Wie viel Zeit investierst du da rein? Bist du jeden Tag quasi damit beschäftigt? Ja, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben im Januar angefangen mit dem neuen Stück und haben jetzt die letzte Zeit jeden Tag, kann man sagen, 3, 4 Stunden, 5 Stunden manchmal proben. Kommt da auch noch ein bisschen was rum, kohlemäßig für dich? Ja, das ist nicht so doll, weil die ja alle nicht so große Verdienst heute haben, diese kleineren Bühnen. Also wer richtig am Schauspielhaus ist und so, der kann natürlich andere Gagen verlangen, aber so mir reicht es. Ich habe Spaß dabei und ich sage mal, wer kann den Spaß schon bezahlt kriegen? Na klar, sicher. Jetzt hast du schon so weit geschafft. Ja. Gibt es denn immer noch, oder vielleicht gerade jetzt, noch einen Traum, so im Bereich Schauspiel, wo du sagen würdest,
das würde ich gerne machen oder ich würde gerne in dem Film oder in der Serie mitspielen oder mit dem Regisseur. Gibt es da Träume? Ach, direkt Träume nicht. Ich sage, ich lasse alles auf mich zukommen. Mhm. Manchmal spielt der Zufall eine Rolle. Ich habe zum Beispiel vor 1993 in Essen bei der großen AIDA-Aufführung als Statistin mitmachen können. Mhm. Und das war auch ein tolles Erlebnis, unter so einer großen... Ja. Menge mal mitzumachen bei 1000 Statisten, das war schon sehr schön. Also du bist für alles offen. Das ja, heißt... Ich lasse alles offen, lasse alles auf mich zukommen. Ja. Ich sage immer, was gewesen ist, ist vorbei, da kann ich nichts mehr dran ändern. Ja. Was morgen kommt, weiß ich noch nicht, aber heute lebe ich und heute nutze ich den Tag aus. Du bist eine ganz tolle Frau, Mathilde. Ich bin sehr begeistert und habe sehr viel Respekt vor dir. Ich habe auch sehr guten Bekanntenkreis und ich habe fast mehr jüngere Leute um mich herum als Leute in meinem Alter. Die sind fast alle jünger. Ich habe kaum welche, die älter sind. Also Stichwort, du bist für alles offen. Das heißt, wenn nachher Hollywood hier bei uns anruft, wir dürfen deine, wir dürfen deine Telefonnummer weitergeben. Einen Oscar habe ich schon. Einen Oscar hast du schon. Aber da bin ich mehr stolz drauf, als wenn ich den in Hollywood kriegen würde. Zu meinem 60. Geburtstag habe ich von allen meinen Kindern zusammen den Oscar gekriegt for the best world, best mom in the world. Das ist ja toll. Mit so. Einem kleinen Geldpreis und da konnte ich mir eine Reise leisten nach Wien und da habe ich das Mozart-Jahr ausgenutzt, weil Mozart mein Lieblingskomponist ist. Mathilde, sollen wir noch ein bisschen Werbung machen für eure Premiere? Ja, wann, nicht schlecht. Wann und wo findet sie statt? Genau. Am 20. April, 20 Uhr. Ja. Im Kulturrat Bochum-Gerte. Aha, also die in Bochum wohnen, kennen das. Die wissen das. Ne? Die wissen das. 20. April, 20 Uhr. Und in Essen-Steele, ja? Da heißt das Stück Die Indianer vom Revier. Aha. Die spielen wir jeden Monat so 4-5 Mal. Das ist aber auch in den Zeitungen zu sehen, im Kolibri und alles diese Theaterzeitungen. Da steht das immer drin. Also Mathilde, bleib wie du bist. Danke. Alles Gute. Ich werde mir Mühe geben. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und hoffentlich hören wir noch viel von dir. Da sehen wir was von dir. Ich wünsche dir weiterhin guten Erfolg für Dankeschön. Deine Sendung. Sehr nett. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr und 34 Sekunden. Eine kleine Pause. Nur 35 und 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt, ich bin etwas Besonderes. Wer von euch ist etwas Besonderes? Wer von euch kann etwas Besonderes, tut etwas Besonderes, wird für etwas Besonderes gehalten? Wenn ihr mir davon von euch erzählen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Besonders fühlen sich natürlich die Leute auch, die bekennende Narzissten sind, die sagen, ich bin das Tollste auf der Welt. Ich schaue mich an im Spiegel, ich liebe nur mich, ich bin wunderschön und meine Seele ist eigentlich auch die schönste und die reinste. Und dazu stehe ich auch mit so einem Narzissten, würde ich vielleicht auch ganz gerne reden. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Karim habe ich hier. 24 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja, Karim. Erstmal Respekt an die Mathilde. Ja. Das ist ja eine klasse Leistung für eine 60-jährige Frau. Absolut. Ich finde es nochmal gibt, ne? Ja. Die meisten sind ja sehr verklemmt in dem Alter. Naja, verklemmt vielleicht nicht, aber sind halt auch gezeichnet vom Leben, weil viele haben natürlich auch viel mitgemacht. Gezeichnet, das war das wichtige Wort, was ich suche. Hör mal, du hast aber nichts mit dem Big Brother Karim zu tun. Nee, um Gottes Willen, Abstand von solchen Personen. Ja, du bist ja 24, ich glaube, der ist auch viel älter. Ja, nicht 24, ich meine, aber trotzdem, ich glaube, mit 24 ist mir schon genug passiert. Ja. Ich habe mein Leben gelebt und werde es noch leben und genießen. Mir passieren immer besondere Sachen in meinem Leben. Also Karim, warum bist du etwas Besonderes? Ja, egal wo ich hingehe, ich komme überall ohne Probleme rein. Ich habe schon Leute kennengelernt, wie Xavier Naidoo, Boris Becker und so. Ich wurde schon eingeladen auf Yachten und so. Ich habe schon wie kommt das? Wie kommt das? Ja, ich weiß nicht. Ich gehe irgendwie auf so Veranstaltungen und komme dann überall irgendwie hin und ich spreche die Leute an, wo ich herkomme. Und siehst du so fantastisch aus oder wie? Ja, ich weiß nicht, ob es die Ausstrahlung ist oder das Aussehen. Ich
bin da. Ist das jetzt ein bisschen, Koketterie, wenn du sagst, ich weiß es überhaupt nicht? Wenn du also mit so vielen Prominenten schon Kontakt hattest, muss es ja im Grund. Ich bin etwas länglich, braun, was soll ich sagen? Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also lass mich konkret fragen. Wie groß bist du? Ja, ich bin knapp 1,80 Meter. 1,80 Meter, wie schwer bist du? Ja, ich wiege so 70, 75 Kilo. Bist du gut trainiert? Ja, es geht, ist schon auf jeden Fall. Du hast eine bräunliche Hautfarbe. Ja, ich bin sehr braun. Naturbraun oder Solariumsbraun? Ja, schon von Naturbraun. Ich bin ja Südländer, ne? Ah ja, woher kommst du? Oder die Familie? Ja, meine Mutter ist Marokkanerin, mein Vater ist Deutscher. Ja? Warum lachst du immer so zwischendurch? Ich huste gerade, entschuldige, ich habe so einen kleinen Raucherhusten. Dieser Karim aus dem Big Brother House ist auch Marokkaner, ne? Von der Herkunft. Ja, ehrlich? Ja, meine ich ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, meine ich ja. Haare, kurz, schwarz? Ja, ich habe lange gelockte Haare. Lange gelockte Haare. So bis zu den Schultern. Ja, also gehe ich mal davon aus, dass du schon ziemlich gut aussiehst. Ja. Könntest du bei aller Bescheidenheit dann ja auch zugeben. Ja, ich bin ein bescheidener Typ, weißt du, ich will jetzt nicht hier abfahren, ich bin hier das Paket oder so. Das heißt, du gehst zu so Promi-Partys und du bekommst Einlass, weil man gerne auch schöne Menschen da um sich haben will. Ja, ich weiß nicht. Also manchmal gehe ich mit so einem Freund von mir, der heißt Jason. Was habe ich jetzt? So ein Freund von mir, der heißt Jason. Jason, ja. Jason die Nase. Mit dem gehe ich dann immer so, ziehe ich um die Häuser und so und dem fällt es auch immer voll auf. Der sagt mir, hier, was ist denn los und so mit dir. Ja, und dann sage ich ihm, das ist halt alles Salat. Ja, ich verstehe dich so schlecht. Die Leitung ist wirklich sehr, sehr übel. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite am Flughafen. Am Flughafen? Ich bin Objektleiter bei so einer Sicherheitsfirma. Verstehe. Hast du eine Freundin? Ja, gelegentlich. Aber da musst du doch auch sehr viel Erfolg... Nee, ich bin noch Single. Na gut, aber du musst doch viel Erfolg bei den Frauen haben, wenn du so bist, wie ich jetzt die Vermutung habe, wie du ja, bist. Ja, du weißt doch, wenn du so Salat hast oder Salat bist, dann geht es schon. Also ich meine, du musst... halt ein Auftreten haben, ja. Du kannst nicht irgendwie. Ja. Du hast gerade gesagt, du warst auf Partys, wo sehr viele prominente Menschen waren. Boris Becker und Sänger. Ja, ich war mal in Mannheim auf so einem Konzert der Söhne Mannheims und da war ich auch in hinteren Bereichen und habe halt die Leute kennengelernt und habe mich mit denen unterhalten. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Bist du dann nur so auf diesen Konzerten oder bei diesen Partys oder gibt es auch direkte Gespräche mit den Prominenten? Ja, ich habe mich schon oft mit den Leuten so direkt unterhalten. Ich meine, ich bin nicht so ein Typ, der da hingeht und gafft und neben dem steht und so. Schon wenn mich jemand anredet, unterhalte ich mich mit dem, aber ich bin halt so ein aufdringlicher Typ. Aber ich meine, ich glaube, vielleicht ist es das, was die Leute möchten, nicht so aufdringliche Leute, die ihnen die ganze Zeit hinterherlaufen und die nerven. Weil das sind ja auch Leute, die ihre Privatsphäre wollen. Ich meine, du bist ja auch jemand, der manchmal in Sachsenhausen sitzt und solchen denkt, hoffentlich arbeitet mich heute keiner an, oder? Ich sitze nicht so oft in Sachsenhausen, aber im Prinzip hast du recht, ja. Ja, Karim, was möchtest du? Ich möchte noch einen Freund von mir grüßen. Halt, aber das Gespräch ist doch gar nicht zu Ende. Ich wollte dich noch was fragen. Was möchtest du gerne mal machen? Hast du irgendeinen Traumjob, wenn du so aussiehst, wie du offenbar aussiehst? Ja, ich würde gerne mal 6 richtige im Lotto haben. Ja? Oder von irgendjemandem gesponsert werden halt so. Wenn ihr jemanden habt, könnt ihr meine Nummer weitergeben. Ja. Irgendjemand bei euch meldet. Wie wär's denn mit einer Modelkarriere? Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich bin nicht so ein Typ, der sich aufdrängt und so. Gut. Deshalb bitte ich dich jetzt auch den Gruß nicht zu formulieren, weil das keine Grußsendung ist. Und wenn ich das einmal erlaube... Okay, dann ich muss ihn nicht grüßen, ist ja kein Problem. Ich wollte mich halt nur zum Thema was Besonderes äußern, aber wirklich, wirklich halt sagen, dass es wenige Leute gibt halt in Deutschland, die so ein Auftreten haben. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. So, also, natürlicher Art, so. Wenn ich den Mixer in Frankfurt bin oder Sachsenhausen und mir jemand sehr auffällt... Ich komme ja nicht auf Sachsenhausen. Ach, ich dachte, du kommst aus der Gegend. Nee, ich denke halt nur so, weil ich ja mal gehört habe, so, ihr seid in Sachsenhausen mal so rumgezogen, ich gucke ja deine Sendung öfter und so. Und deswegen, also ich möchte sagen, cool Lob an deine Sendung. Danke, an Karim. Team. Und dir auch alles Gute und viel Leute, Erfolg. Die du im Rücken hast und Hammer hast. Diesen Hammer hast, das weiß ich, die sind richtig toll. Tschüss. Ciao. Franz, 70 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ja, Franz, ich grüße dich herzlich. Oh, noch ein 70-Jähriger heute. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, was du zu erzählen hast. Warum du meinst, dass du was Besonderes bist. Ich bin nichts Besonderes. Ich glaube, ich mache etwas Besonderes. Bezogen auf mein Alter. Ich bin Gleitschirmflieger. Und eigentlich Fliegen fasziniert mich schon mein ganzes Leben. Und ich habe angefangen mit Drachenfliegen in den 70er Jahren, als es ganz in Anfang war. Was ist der, wenn ich kurz unterbrechen darf, was ist der Unterschied zwischen Drachenfliegen und Gleitschirmfliegen? Oh, Drachen ist ein Gebilde,
das ähnlich aussieht wie ein Segelflugzeug. Mhm. Also so, ja, es ist eigentlich mehr ein Flugzeug. Mhm. Und ein Gleitschirm, das ist eine Abwandlung von einem Fallschirm. Mhm. Das ist also der Unterschied zwischen einem Drachen und einem Gleitschirm. Ich bin also im Sommer oft in den Bergen und da ist das immer so ein toller Anblick, wenn die Leute mit diesen Schirmen so zwischen den Tälern durchgleiten. Ja, ist auch faszinierend. Und die starten ja auch von den Bergen. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Die laufen einfach los und springen in die Luft. Richtig. Du wirst sicher hören, ich komme aus Süddeutschland und wir sind also viel in Bergen. Mhm. Ich bin in einem Verein und wir gehen also viel in den Bergen, in die Berge fliegen dort. Bist du in deinem Verein der Älteste? Ja. Ja. Mit weitem Abstand? Nein, eigentlich nicht. Der nächstjüngere, glaube ich, ist so 3-4 Jahre jünger als ich. Aber dennoch ist es schon was Besonderes, wenn man in dem Alter noch so etwas macht. Ja, schon. Muss man aber ich fühle mich wohl dabei und auch ich fühle mich auch wohl, weil das sind ja alles Jüngere. Mhm. Und das sind eigentlich nicht das Verhältnis zu den Leuten. Du bist ja schon lange Jahre so an diese Materie des Fliegens, der Luft und des Gleitens gewöhnt. Richtig. Kannst du uns trotzdem erklären, was dich daran so fasziniert? Was ist das Faszinierende? Das ist dieses Freie, das Fliegen wie ein Vogel. Mhm, ich bin auch Motorflieger, bin Privatpilot, ich habe meine Pilotenlizenz, aber dieses Fliegen mit einem Drachen oder mit einem Gleitschirm, das ist Fliegen wie ein Vogel. Mhm. Also fasziniert mich, solange ich mich zurückerinnern kann in mein Leben. Es sieht wirklich Fliegen fasziniert mich. Es sieht fast fantastischer aus. Ja. Wenn man sich das anschaut. Du bist ein Mensch der Lüfte, ne? So kann man es sagen. Dein Element ist die Luft, so wie du es beschreibst. Ja, ich muss sagen, meine Frau lacht mich immer aus, vom Wasser halte ich überhaupt nicht. Ja. Ich kann zwar schwimmen, nicht einmal schlecht, aber wenn es geht, gehe ich nicht ins Wasser, ich gehe lieber in die Luft. Sag mal, wenn man da so oben schwebt, ich frage das mal jetzt, weil ich mir das schon oft mir vorgestellt habe, genießt man, kann man die Stille dort oben genießen oder rauscht es sehr am Ohr durch die Windstöße? Es rauscht nicht, nein. Aber man merkt natürlich den Luftzug. Man fliegt ungefähr so mit 25, 30 Stundenkilometer. Das ist ungefähr so, wie wenn du Rad fährst. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit. Immerhin doch schnell, ne? Man merkt den Luftzug schon, aber es rauscht nicht. Und man hat einen fantastischen Blick auf die Welt. Es ist sehr ruhig. Den tollsten Flug oder den fantastischen Flug, den ich gemacht habe, war, ich weiß nicht, ob du Teneriffa kennst. Nein, kenne ich nicht. Und da ist ja der Teide, das ist der höchste Berg, der ist 3700 Meter sowas. Mhm. Aber man kann nicht vom Gipfel, aber man kann etwas weiter unten, da ist ein Observatorium, dort kann man starten und fliegt runter bis ans Meer. Mhm. Das heißt 2500 Meter nur gleiten. Wie lange gleitet man da? Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Traumhaft. Ja, und das sind so, ist eine Strecke so von 12, 15 Kilometer. Ich hätte ja, glaube ich, Franz, die wahnsinnige Angst, nicht da landen zu können, wo ich landen will. Dass ich in irgendeine Stromleitung mich verheddern würde oder so. Das gibt Leichtsinnige, meist die Jüngeren, leichtsinnig. Die einen habe ich selber mal beobachtet oder miterlebt, der ist in eine Stromleitung rein. Denn es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das Stromleitungsnetz dann, das war in Schoppernau, in Bregenzer Wald, das Stromnetz von dem Ort ist zusammengebrochen, aber dem Mann ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja. Aber das lernt man ja, man braucht auf jeden Fall eine Ausbildung. Also man kann das auf jeden Fall geschickt steuern, ne, man ist nicht ganz hilflos den Winden ausgesetzt, sondern man kann lenken und... Oh nein. Das findet ja auch viel Wettbewerbe statt und du musst ja auch eine Ausbildung machen, du machst eine Prüfung und du musst in der Lage sein, in einem Kreis von 20 Metern zu landen. Den musst du treffen. Mhm. Also kannst du dir ein Landegebiet aussuchen, wo du dann... Mhm. Wie teuer ist so eine Ausbildung, falls wir jetzt irgendjemanden auf den Geschmack bringen sollten? Eine Ausbildung, ja. Da gibt es verschiedene Stufen, also
die erste Ausbildungsstufe, wo du also auch dann schon Höhenflüge machen darfst, die kommt so ungefähr 800 bis, jetzt bin ich immer noch in D-Mark. Ich denke auch immer noch in D-Mark. 400 bis 600 Euro. Und wie lange dauert das? Das dauert 3-4 Wochenenden. Ja. Und diesen Schirm, kann man sich den leihen oder kauft man sich den? Denn in Anfang stellt den die Schule, die Ausbildung, und nachher kauft man sich einen. Und der kostet so um 1.500, 1.600 Euro. 1.500, 1.600 Euro. Mhm. Macht deine Frau sich Sorgen, wenn du in den Luften bist? Nein, meine Frau weiß, dass ich vorsichtig bin. Mhm. Man muss, und das ist ein sehr wesentlicher Punkt, wir sind sehr abhängig vom Wetter. Mhm. Und wenn was schief geht, also 90% oder der Unfälle basieren darauf, dass das Wetter falsch eingeschätzt wurde von den Piloten. Und meine Frau weiß, dass ich da vorsichtig bin. Man muss auch den Mut aufbringen, wenn man oben auf dem Gipfel steht und will runterfliegen und das Wetter stimmt nicht, der Wind stimmt nicht. Man muss den Mut aufbringen, auch wieder zusammenzupacken und wieder runtergehen. Und diesen Mut bringen sehr wenig Leute auf. Die denken dann, jetzt bin ich schon mal oben und mache es auch. Genau. Und da stehen Leute rum und traust dich nicht, du Feigling. Ja, genau. So muss man eigentlich, wenn man etwas ins höhere Alter kommt, du sagst, du bist 70 Jahre alt, da auf gesundheitliche Dinge achten? Also, dass das Herz, dass irgendwie das eine Belastung fürs Herz ist oder für den Kreislauf oder so? Ja, sicher, man muss auch körperlich fit sein, denn ich kann ja nicht immer darauf bauen, dass der Bahn hochgeht, dass ich mit der Bahn hochfahren kann oder mit dem Auto, sondern ich muss auch, wenn ich auf einen bestimmten Gipfel will, nur eine bestimmte Strecke mit dem Auto fahren und dann rauflaufen. Und dann klettern, ja. Und der Schirm, der wiegt immerhin so 17, 18 Kilo. Oh ja, da muss man fit sein. Wenn ich den so 200, 300 Höhenmeter schleppe, dann muss man auch konditionell gut beieinander sein. Und außerdem ist bei mir so, ich muss ja als Pilot alle 2 Jahre zur fliegerärztlichen Untersuchung und da wird man auch auf Herz und Nieren geprüft. Wie lange möchtest du das noch machen? Solange ich gesund bin. Und ich hoffe, dass ich das noch lange bin. Ich wünsche dir, dass du sehr lange gesund bist und sehr viel Spaß an deinen Hobbys und diesem Hobby vor allen Dingen hast. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Martina. 35 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist die Martina. Da ist die Martina. Ja. Und die Martina ist auch was Besonderes. Ja, also ich sage von mir nicht, dass ich etwas Besonderes bin, sondern ich habe die Gabe des Heilens. Und ich nenne das ganz bewusst eine Gabe und nicht, dass ich eben etwas Besonderes bin. Ja, erzähl mal über dich, was und wie kannst du heilen? Also es ist so, dass es nichts Spektakuläres ist, sondern dass ich eben ganz normale Krankheiten, so angefangen vom Schnupfen, Husten, Magen-Darm-Grippe, all diese alltäglichen Krankheiten, dass ich die eben durch die Beeinflussung des Geistes eben heilen kann. Wie machst du das? Ich möchte ein Beispiel nennen. Ich hatte vor 2 Monaten eine sehr üble Angina, eine richtig schlimme Vereiterung im Hals. Bin damit Penicillin zweimal behandelt worden, also was man so in der klassischen Medizin macht. Wenn ich jetzt nicht zu meinem Arzt gegangen wäre, sondern ich wäre zu dir gekommen, was hättest du mit mir gemacht? Also du musst nicht unbedingt persönlich zu mir kommen, also es reicht, wenn ich den Namen weiß und wenn ich vielleicht sogar ein Bild habe von der Person. Mhm. Dann stelle ich mir im Geiste eben diese Person vor, gehe den Körper im Geiste ab und suche nach der Krankheit. Mhm. Und dann hätte ich eben in deinem Fall eben im Hals eine Entzündung gesehen, die sich durch eine rote Farbe dann auch bemerkbar macht. Und da hätte ich dann versucht, deine heilenden Kräfte zusammenzuziehen, wenn sie eben vorhanden sind, und auf diesem Punkt zu lokalisieren, dass die dort besonders wirken. Und das kannst du auf eine größere Distanz sogar? Das kann ich auch auf eine Distanz und auch ohne diese Person unbedingt persönlich zu kennen. Also nehmen wir mal an, es würde dich jetzt jemand aus Amerika anrufen und dir ein Krankheitsbild schildern. Ja. Könntest du über den großen Teich sogar diesen Heilungsprozess aktivieren? Das könnte ich, vorausgesetzt, ich hätte ein Bild von dieser Person. Das ist wichtig, du musst immer ein Foto haben. Ich muss ein Foto haben und auch möglichst den Vornamen dieser Person. Mhm. Und dann funktioniert das. Funktioniert es denn noch besser, wenn man dir gegenüber sitzt?
Nein, das ist nicht ausschlaggebend dafür. Mhm. Also es ist schon mal so, dass ich es ausprobiert habe. Eher ausprobieren tue ich sehr viel an meinem Sohn, der 7 Jahre alt ist. Dass ich es auch schon mal mit Hand auflegen mache. Mhm. Aber da merke ich, dass auch sehr, sehr viel Kraft meinerseits verloren geht. Mhm. Und das kann ich natürlich nicht allzu oft machen. Und da mein Kind mir am nächsten ist, ja sicher, dadurch wende ich es dann auch bei ihm am ehesten an. Mhm. Wenn du es nur geistig machst, ich rekapituliere nochmal, wie du es gerade geschildert hast, um es nochmal klar zu machen, dann stellst du dir die Person vor und du siehst auch Farben um die Person? Nicht um die Person, sondern ich sehe lediglich dann Farben, wenn irgendeine Krankheit an irgendeinem Körperteil vorhanden ist. Ach so, die Krankheit ist die Farbe dann? Richtig. So wie in meinem Fall, die Halsentzündung wäre dann ein du hättest etwas Rotes gesehen dann. Das wäre dann eine rote Farbe zu sehen an dieser Körperstelle, ja. Wie hoch ist deine Erfolgsquote? Also bislang möchte ich sagen, dass es so um die 80% liegt. 80%? Ja, ja. Also es kommen auch Fälle, wo ich sagen muss, ja, jetzt tut es mir leid, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich versuche es immer wieder, aber es hat eben auch schon Personen gegeben, wo ich nicht helfen konnte. Nun haben wir gerade von einer relativ harmlosen Krankheit gesprochen, einer Vereiterung im Hals. Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt mit einer schweren Krebserkrankung zum Beispiel. Also die Form der Erkrankung habe ich jetzt selber noch nicht gehabt, dass ich da gebeten wurde zu helfen. Was ich hier schildern kann, ist eine Frau mit einem schweren Leberleiden, die ich persönlich auch nicht kenne, aber die durch eine Bekannte zu mir vermittelt worden ist. Und da ging es auch per Bild und Vornamen. Und dieser Frau habe ich geholfen, oder helfen dürfen, dass sie eben ihre Lebererkrankung verloren hat. Und das wird eben auch belegt durch die Bluttests, die eben regelmäßig gemacht werden. Das ist ja unglaublich. Wenn man so als westlich erzogener Mensch, der naturwissenschaftlich orientiert ist, das hört, kann man da ja eigentlich nur stehen und mit dem Kopf schütteln, ne? Und denken, was ist denn das? Ist das Hokuspokus oder was? Ich habe anfangs auch dem sehr skeptisch gegenüber gestanden und ich muss sagen, ich habe die Entdeckung erst vor einem Jahr gemacht. Ja, dass diese Fähigkeit eben vorhanden ist. Wie hast du denn diese Entdeckung gemacht? Eigentlich ganz banal. Also mein Sohn war wieder mal krank und ich war sehr besorgt und eine Freundin von mir sagte, setz dich doch einfach mal neben das Kind, wenn es schläft und sprich mit ihm, sprich über heilende Dinge mit ihm. Und da kam ich auf den Gedanken, nee, also richtig sprechen mit ihm, das hilft scheinbar nicht. Aber wenn ich mich geistig auf ihn einstelle, wenn ich wirklich an den Körperteil herangehe, wo er erkrankt ist, und mit dem spreche, dann könnte es was bringen. Das ist ja verrückt. Und nächsten Tag war der Junge wieder gesund. Mit wie viel, ich sage es mal, Patienten hast du dich jetzt in diesem Jahr schon beschäftigt? Also ich habe mich ungefähr mit 20 Personen beschäftigt, die immer wieder mit verschiedenen Erkrankungen zu mir kommen. Und meistens jetzt durch ihre Erfahrung mit mir auch erst zu mir kommen und anstatt eben erst den Arzt aufzusuchen. Nimmst du Geld dafür? Nein. Du nimmst kein Geld dafür? Nein. Das macht dich ja noch glaubwürdiger. Als wenn du jetzt richtig abzocken würdest da. Nein, ich habe ja eben gesagt, ich bin nicht etwas Besonderes, sondern ich habe eine Gabe. Und diese Gabe möchte ich weitergeben, eben auch dafür einsetzen, dass es anderen Menschen besser geht. Von wem hast du diese Gabe? Wie bitte? Von wem hast du diese Gabe? Also ich möchte es als etwas Übernatürliches, etwas über uns Stehendes beschreiben. Also dass irgendwo etwas über uns steht, das solche Gaben verteilen kann. Besser kann ich es auch nicht. Nein, das ist sehr schön ausgedrückt. Und wenn du das so handhabst, habe ich da auch Respekt vor. Das klingt dann wirklich sehr glaubwürdig. Ich würde gerne, ich mache jetzt mal den Vorschlag, das werde ich dann mit meiner Redaktion auch noch besprechen, mit dir in Kontakt bleiben, so mal die nächsten Monate. Ja. Dass wir uns vielleicht noch ein weiteres Mal oder noch mehrfach unterhalten, weil ich das ein sehr interessantes und sehr spannendes Thema finde und die Zuschauer mit Sicherheit auch und die Zuhörer.
Doch, also es ist auch wirklich sehr spannend. Ich erlebe da immer wieder ganz neue Sachen. Also für mich ist es ja auch noch relativ neu. Das heißt, wir dürfen dich anrufen. Gerne, dürft ihr gerne machen. Das ist sehr lieb von dir und ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf heute. Okay, ich danke und dir auch alles Gute. Danke sehr, auf Wiederhören. Tschüss. Oh, was für ein schöner Name. Pirette. 56 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Pierrette ist mein Name und wir haben vor circa 7 Jahren schon mal miteinander gesprochen. Na, das ist ja ein Ding. Und da ging es um meine dunkle Stimme. Ja. Und heute, denke ich, muss ich dazu was sagen. Ich schätze, dass ich etwas Besonderes bin, weil ich die goldene Cola-Flasche verdient habe, weil ich seit 40 Jahren, seit meinem 16. Lebensjahr nur Coca-Cola trinke. Ich trinke keine Milch, kein Saft, kein Bier, kein Alkohol, kein überhaupt, nur nichts Warmes. Nur Coca-Cola? Nur Coca-Cola. Welche Cola? Cola Light? Coca-Cola, volle Lotte. Volle Lotte? Natürlich. Wie viel am Tag? Ja, 3-4 Liter. 3-4 Liter? Ja, die habe ich schön hier stehen, Glas nützt nichts. Da musst du ja kugelrund sein. Ich wiege circa 43, 45 Kilo. Das ist ja ein Ding. Bei einer Größe von 1,53. Putzt auch mal fleißig die Zähne? Ja, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Cola und Koffein und so, das ist ja alles nicht so. Und Zucker und so ist ja nicht so gut für die Zähne. Ja, aber... Wie kommt das? Wie kann man so eine Marotte haben? Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwann mal... Ich habe also eine Lehre als Feinmechanikerin gemacht. Ja. Und da war ja dieser viele Metallstaub. Ja. Und da hatten wir irgendwann in grauer Vorzeit mal so einen Automaten mit diesen kleinen Cola-Flaschen. Ja. Und das war das Einzige, was man sich in den Hals schütten konnte. Ja. Und da bin ich irgendwo hängen geblieben. Und aber das ist ja wirklich völlig verrückt. Niemals ein lecker Bierchen. Niemals eine Tasse Kaffee. Alkohol, oder absolut nicht. Kaffee, wenn ich da 8 Stücke Zucker reinfeuere, das wird auch nicht süßer dadurch. Kein Tee, kein Likör, gar nichts. Gar nichts. Jetzt will ich mal sehr hoffen, dass die Firma Coca-Cola heute Nacht hier zuschaut und zuhört. Ich habe gesagt, ich muss doch Coca-Cola mal. Ich sehe die Werbeträger und sag mir, die trinken heimlich Wein, Bier und Schnaps. Und ich sitze mit meiner Coca-Cola. Also, du hast eigentlich den Coca-Cola-Oscar verdient, ne? Ja, natürlich. Also wir halten fest, 40 Jahre, ne? Ja. 40 Jahre nur Coca-Cola. Das ist richtig. Das ist ja unglaublich. Da müssten die Freunde von Coca-Cola ja für die nächsten 40 Jahre dich sponsern eigentlich. Also ich habe in meinem Keller im Moment 24 Kisten Cola. Ja. Und wenn da irgendein Handwerker, wer auch immer, mal darunter sagt, hören Sie mal, was ist denn hier los? Aber es muss auch immer Coca-Cola sein, Pepsi-Cola nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nur Coca-Cola, nur Coca-Cola und zwar nicht Light und gar nichts, da gibt es nur die normale Coca-Cola. So, Pirette, jetzt ist unsere Sendung vorbei. Ja. Schön, dass wir uns nach 7 Jahren nochmal gesprochen haben. Ja. Und hoffentlich tut sich was bei der Firma Coca-Cola. Hoffe ich, dass da mal irgendeiner zuhört. Alles Gute, tschüss. Euch auch tschüss, bis morgen.